Herzlich willkommen. Hier ist Düser Paul mit dem Thema Linux verschlüsselten Container erstellen für Genießer. Am Beispiel einer verschlüsselten Containerdatei werden die einzelnen Schritte beschrieben, welche das Skript Lux-Format aufruft. Soll eine Partition, Festplatte oder USB-Stick verschlüsselt werden, entfallen die Schritte 1 und 8. Das als Beispiel genutzte Device /dev/loopx ist durch die Partition zu ersetzen, beispielsweise /dev/stb1. Man sollte aber genau darauf achten, welche Partition man da verwendet. Nicht, dass es aus Versehen die Festplatte ist oder eine wichtige Backup-Partition, die man dann überschreibt und die Daten sind futsch. Also immer achtsam sein. Schritt 1. Zuerst ist eine leere Image-Datei zu erstellen. Im Beispiel wird es unter dem Dateinamen geheim.lux im aktuellen Verzeichnis erstellt. Der Parameter Count legt die Größe in Megabyte fest. Mittels dd if ist gleich /dev/0, of ist gleich Image-Datei geheim.lux, bs gleich 1 Megabyte und Count gleich 10. Also sind es 10 Megabyte. Das reicht als Beispiel. Das Kommando sudo lo setup-f ermittelt das nächste freie Loop-Device. Das ist hier Loop 1. Anschließend ist das Image als Loop-Device einzubinden. Durch sudo lo setup-dev/loop1 und geheim.lux als Image-Datei. Schritt 2. Die ersten 2 Megabyte sind mit Zufallswerten zu füllen. Das Füllen der gesamten Datei würde sehr lange dauern und ist nicht nötig. Und zwar per Kommando sudo dd if ist gleich /dev/urandom of ist gleich /dev/loop1 bs gleich 1 Megabyte und count gleich 2 und Enter. Schritt 3. Anschließend erfolgt die Lux-Formatierung mit der Festlegung der Verschlüsselung. Die Option minus Y veranlasst eine doppelte Abfrage des Passwortes. Das Keyfile ist optional. Und zwar mittels Befehl sudo crypt setup lux format -10 AES -CBC -ESIF Doppelpunkt SHA 256 minus S 256 und minus Y schrägstrich dev schrägstrich loop 1 und dann optional Keyfile. Enter. Yes. Und dann ein sicheres Passwort eingeben. Ich benutze hier mal ein einfaches. Das sollte man nicht verwenden. Okay. Schritt 4. Das formatierte Device wird dem Device Mapper unterstellt. Dabei wird das zuvor eingegebene Passwort abgefragt. Das Keyfile ist nur anzugeben, wenn es auch im vorherigen Schritt verwendet wurde. Der Name kann frei gewählt werden. Unter /dev/mapper/name wird später auf den verschlüsselten Container zugegriffen. Und zwar mit Hilfe von sudo crypt setup lux open /dev/loop1 und dann kommt der Name, zum Beispiel ccc dreimal und Enter. Passwort eingeben. Okay, dann Schritt 5.
Wer möchte, kann das verschlüsselte Volume mit Zufallszahlen füllen. Der Vorgang kann in Abhängigkeit von der Größe der Containerdatei sehr lange dauern. Und zwar durch Befehl sudo dd if ist gleich Schrägstrich def Schrägstrich random of ist gleich Schrägstrich def Schrägstrich mapper Schrägstrich ccc. Enter. Okay. Dann geht es weiter mit Schritt 6. Ein Dateisystem wird auf dem Volume angelegt. Und zwar mittels Befehl sudo mkfs.ext. Drei zum Beispiel. Dann Schrägstrich dev, Schrägstrich mapper, Schrägstrich ccc. Enter. Und weiter geht es mit Schritt 7. Das Volume ist nun vorbereitet und wird wieder geschlossen. Mittels sudo crypt setup lux close und dann der Name ccc. Enter. Und letzter Schritt, achter Schritt, die Containerdatei wird ausgehängt. Mittels Kommando sudo, dann lo setup minus d Schrägstrich dev Schrägstrich loop 1. Das war User Paul von Rum Screencast. Ciao und viel Glück.